Ja, hallo, ich möchte heute die Developers for Future vorstellen und was wir uns so vorgestellt haben und was es auch für alle Entwickler zu tun gibt, damit sie der Umwelt vielleicht nicht mehr so extrem schaden wie aktuell. Und ich fange erstmal an mit, wer bin ich überhaupt? Ich bin Leo, ich bin 15 Jahre alt, bin einer der Gründungsmitglieder von Developers for Future. Wenn ihr nachher noch Fragen habt, könnt ihr mir gerne über eine der Möglichkeiten, ob E-Mail, Twitter, Mastodon, Threema, ist mir relativ egal, könnt ihr mir Fragen schreiben und dann kann ich euch auch gerne die beantworten. Also wir fangen mal, das ist so, was wir heute machen. Also was tragen wir Entwickler zum Klimawandel bei? Was können wir tun, um unseren Beitrag zu verringern? Was ist Developers for Future und kann ich Entwickler oder kann ich Mensch etwas für Fridays for Future oder Developers for Future tun? Wir fangen mal mit dem ersten an. Wir Entwickler fühlen uns aber meistens kaum angesprochen beim Klimawandel, weil wir betreiben ja keine Fabriken, unsere Laptops verbrauchen auch kaum Strom. Also die Umweltsünder, das sind natürlich die anderen. Aber wir sind natürlich weit mehr schuldig als nur die Kleinen mit ihren Laptops, da beispielsweise Bitcoin emittiert mehr CO2 als die 165 Millionen Einwohner Bangladeschs. Und auch 2% des globalen CO2-Aufkommens entsteht durch das Internet, durch die Rechenzentren, durch das Routing. Und ein Beispiel: Eine E-Mail ohne Anhang produziert ungefähr 4 Gramm CO2 und mit einem etwas größeren Anhang sogar auch 50 Gramm CO2. Was erstmal nicht viel klingt, aber es führt dann am Ende dann doch, natürlich, wenn es viele E-Mails werden, doch zu einer erheblichen Menge an CO2. Zum Beispiel, das liegt vor allem daran, dass viele große Rechenzentrumsanbieter, wie beispielsweise Amazon mit AWS oder Microsoft mit Azure, wie hier nur 50 oder 60% Ökostrom verwenden und nur nicht zu wie 100% verwenden. Es geht aber, wie man sieht, auch anders. Google oder Hetzner 1&1 und auch viele weitere verwenden 100% für ihre Rechenzentren und damit wird ja gezeigt, dass es geht. Es ist nur ein Wille, das zu tun. Also ich als kleiner Entwickler kann den Beitrag verringern, indem ich natürlich ein Rechenzentrum aussuche, wo 100% Ökostrom verwendet wird. Und wenn ich eine CI verwende, eine CI-Toolkette, vor allem in größeren Unternehmen, kann ich mir überlegen, muss ich wirklich bei jedem einzelnen Bild ein CI starten oder nur bei größeren Projekten oder bei größeren Commits, wo ich dann ein größerer Bildprozess oder auch gestartet werden muss. Und zum Beispiel, wenn man viele Server hat, braucht man die wirklich alle oder kann man vielleicht auch reduzieren, vor allem da die meisten Server ja meistens im Standby laufen und nicht so viel Rechenleistung brauchen, dass die vielleicht nur gestartet werden, wenn überhaupt was gemacht werden muss. Genau. Ja, was ist überhaupt Developers for Future? Developers for Future ist eine Supporting-Organisation. Eine Supporting-Organisation von Fridays for Future ist zum Beispiel auch Scientists for Future oder Parents for Future und auch gibt natürlich noch viele weitere. Und Developers for Future ist auch so eine. Wir helfen, wenn die es natürlich möchten, Fridays for Future und die anderen der Together for Future Bewegung. Together for Future, da gehören dann auch Parents for Future, Scientists for Future und noch die ganzen anderen Supporting-Organisationen gehören genauso wie Fridays for Future dazu. Und denen helfen wir, wenn die eine Frage haben, wenn sie ein Tool haben wollen. Und dazu ist natürlich immer wichtig, bei allen Programmierern, dass sie untereinander Kenntnisse austauschen können und vielleicht auch voneinander lernen, wie sie besser für die Umwelt zusammen, also wie sie besser für die Umwelt programmieren können, um der Umwelt nicht so zu schaden. Natürlich ist eines der Hauptprobleme, das wir lösen wollen, dass die Software nachhaltiger wird und dass sie wirklich so ist, dass man ohne schlechtes Gewissen große Software bauen kann und dann ist natürlich das große, große Ziel, eine klimaneutrale IT-Infrastruktur zu haben. Davon sind wir noch weit entfernt in vielen Fällen, aber wir versuchen es zu verbessern. Kann ich etwas für Fridays for Future oder Developers for Future tun? Natürlich. Jeder Entwickler kann sich halt anschließen, aber erstmal bei Fridays for Future. Geh zu deinen lokalen Demonstrationen, engagier dich in deiner Ortsgruppe. Und was auch gestern gesagt wurde,
versuch bei dir selber anzufangen. Das kann auch jeder. Der muss ja nicht Entwickler sein. Es kann jeder Mensch sein, kann damit anfangen, seinen persönlichen CO2-Fußabdruck zu reduzieren. Beispielsweise die Ernährung auf vegetarische oder vegan umstellen. Mobilität ist auch ein großer Punkt, dass weniger bis gar nicht geflogen wird und weniger Auto gefahren wird und dass man lieber Bahn fährt. Der Konsum ist auch ein großer Punkt, ob man jetzt jeden Monat neue Kleidung haben muss oder jedes Jahr das neue Handy, obwohl das alte immer noch gut funktioniert und es nur vielleicht einfach nicht mehr das Neueste oder Schönste ist, braucht man das wirklich? Das ist eine Frage, die sich jeder selber stellen muss, nach meiner Ansicht. Und die Energie ist Ökostrom verwenden, ist ein guter Punkt, dass ein Ökostromanbieter und auch muss immer geheizt werden auf viele Grad, also viel hohe Gradzahlen und dazu noch allerdings häufig das Fenster geöffnet sein. Und das macht eigentlich ja keinen großen Sinn und da kann man sich überlegen, ob man klimafreundlicher heizen kann. Jeder von euch kann Developers for Future beitreten. Wir sind gerade knapp 135 Teilnehmende und aus verschiedensten Ländern. Unsere Kommunikationssprache ist so gut wie immer Englisch und es gibt dann die verschiedenen Projekte. Wir haben Mattermost auf selbst gehostet bei einem Anbieter, der uns das gesponsert hat. Auch natürlich auf 100% Ökostrom-Servern. Und da können wir dann untereinander kommunizieren, da werden die Projekte ausgetauscht. Es gibt ein GitLab noch, wo ihr dann die Invitation bekommen könntet, wenn ihr in das Mattermost reingebt. Also hier über den Link kommt ihr in das Mattermost rein. Und es gibt die Website, wo dann noch allgemeinere Informationen stehen, was Developers of the Future noch ist und was sie tun wollen. Und da stehen auch manchmal was über die Projekte, die es gerade gibt. Genauso noch die Links so als Anhang für die Zahlen zu den Rechenzentren und E-Mail, Bitcoin. Genau die zwei. Ja. Ja. Wir nehmen noch Fragen aus dem Publikum rein. Ich hätte mal als Frage, was es denn so als Beispielprojekte gibt. Was tut ihr an anfassbarem, sichtbaren? Genau, also gerade in der Entwicklung ist ein Tool namens Freunde Klimapakt. Es geht darum, dass Freunde, Verwandte und unter sich einen Klimapakt abschließen können. Und es geht, da kann man dann sagen, ich verpflichte mich dazu, dass ich vegan mich ernähren möchte oder vegetarisch und dann kann am Ende halt gesagt werden, dass sie untereinander gesagt haben, ich möchte mich dazu verpflichten, damit sie halt die Umwelt schützen und das ist jetzt ein Beispiel, an dem ich auch mitentwickle und das ist gerade so eins der, also es gibt auch noch das Engelsystem, das auch vom CCC gemacht wird, verändern wir, dass die HelferInnen dass HelferInnen auf den Demos halt wirklich damit gesucht werden können und den Jobs zugeteilt werden können. Noch ein anderes. Gibt es weitere Fragen an Leo? Kannst du ja nochmal die Folie mit deinen Kontaktdaten ganz am Anfang zeigen? Das ist ein gutes Ende, damit man mit dir noch Kontakt aufnehmen kann. Vielen Dank. Ich gehe noch mal kurz auf die Bühne. Muss ja nicht daneben stehen. Danke, Leo. Und solltet ihr euch auf jeden Fall anschauen mit den Developers for Future. Wir sind um 16 Uhr, machen wir weiter mit Tasmo, der euch was zum Prototype-Fund erklärt. Bis gleich.